Hallo meine Lieben, es ist wieder soweit, es ist Sarah Time und ich befinde mich immer noch Tag 2 Project Paradise, Heilfasten, Darmentleerung auf 6 Tagen in der Dominikanischen Republik in der Karibik. Ja, es hört sich alles so toll an, aber ist es nicht. Ihr habt in meinem vorherigen Video gesehen, wie es mir am ersten Tag bereits gegangen ist. Heute geht es mir schon wieder ein bisschen besser. Wir haben jetzt schon Sport gemacht. Essen gibt es keins. Wir haben Heilerde oder sowas trinken müssen. Und dann haben wir noch Tropfen bekommen, damit unser Hungergefühl weggeht. Ja, und jetzt geht es auf den Ausflug. Und ich glaube, Quadfahren oder sowas. Keine Ahnung. Und ich habe sowas von keine Bock, ey. Obwohl es echt ein cooler Ausflug ist. Aber am liebsten würde ich mich hier in meinem Bett legen und schlafen. Naja. Übrigens habe ich euch in meinem ersten Video gar nicht mein Zimmer gezeigt. Das zeige ich euch jetzt mal. Das ist nämlich echt ganz cool. Also einmal habe ich hier draußen so meinen Balkon. Wenn wir gerade schon hier stehen. Ja, und da ist ein ganz schöner Ausblick. Da vorne ist das Meer und der Pool. Ja. Dann haben wir hier mein Bett. Das ist leider nicht aufgeräumt und überall steht Scheiße rum, ja. Mein Bett, hier habe ich meinen Koffer ausgebreitet. Hier ist meine Teemaschine, das sieht aus wie eine Kaffeemaschine, aber ich lasse da nur heißes Wasser raus. Dann habe ich einen Schreibtisch. Und dann habe ich hier meine ganze Beauty Lounge. Also hier ist er komplett verspiegelt. Hey ho! Und hier meine Schminkecke. Auch ein bisschen unaufgeräumt. Und meine Toilette. Ja. Gut, dann würde ich sagen, ich düse jetzt los, weil die Leute warten schon auf mich und wir gehen auf den Ausflug. Ich nehme meine Kamera mit und hoffe, dass ich ein paar Aufnahmen machen kann. See you. So, wir sind jetzt in, ich fange immer mit so an. Wir sind jetzt im Adventure Park. Sieht aus wie Jurassic World hier, wenn wir hier drehen. Und wir waren hier gerade im Hochseilgarten. Leute, ich hatte so eine pissige Laune. Am liebsten jeder, der mich angesprochen hätte, hätte ich angefangen zu heulen oder den zurück angepisst. Echt, ich war so traurig, so müde. Ich wollte einfach nur in mein Bett. Und dann bin ich da hochgegangen und es war echt geil. Und jetzt bin ich zufrieden und dann bin ich hier die ganze Ding runtergefahren. Ey, es war Action pur und ich glaube, wir machen jetzt nochmal irgendwas. Jetzt bin ich wieder fit. Ich habe vergessen, Hunger zu haben. Und ja, jetzt geht's weiter. Ja, wir haben jetzt, glaube ich, 15, 16 Uhr und ich habe keinen Hunger. Mir geht's jetzt wieder gut. Nach dem Sport geht's mir immer gut. Bis später. Hey Leute, wisst ihr, was das Allerschlimmste ist? Ja, wir sind jetzt hier aus dem Park rausgelaufen und hier sind überall Süßigkeiten, ja. Hier Eis, Zigaretten, Süßigkeiten, einfach alles. Hey, weißt du, wie schlimm das ist? Sag mal du was dazu. Jay. Mir fehlen die Worte, ich kann nicht. Hey, wir dürfen uns einfach nichts holen. Wir dürfen uns nichts holen. Und das noch einige Tage. Und das ist echt schlimm. Eigentlich könnten wir. Eigentlich könnten wir. Was macht ihr denn, wenn jetzt zwei von uns sagen? Ich will nicht mehr. Na, was ist, wenn wir alle drei sagen? Hey Leute, wir haben Hunger, wir wollen essen. Dann ist für euch das Projekt Paradies beendet. Und dann dürfen wir Urlaub machen. Ja. Heizen wir trotzdem noch durch die Aktivitäten hier durch. Aber Jay, wir bleiben stark. Wir bleiben stark und ziehen es durch. Weil ihr euch dann ja auch innerlich wisst. Oder? Also Xenia ist übrigens Aber es ist schön, eine Option zu haben. Sie hat Kreislaufprobleme. Wir sind jetzt gerade zu zweit unterwegs. Wir geben uns heute den Einlauf. Aber Xenia, denke ich auch, oder? Der wird schon gut gehen. So, zum Abschluss des zweiten Fastentages habe ich einen tollen Einlauf bekommen. Diesen Einlauf darf ich mir jetzt komplett in meinen Poppes reinschieben, ja, und die Flüssigkeit da reintun und dann versuchen, das 15 Minuten in mir drin zu halten, dass ich dann auf die Toilette gehen kann. So, also, ich gehe dann mal aufs Klo. So, den Einlauf habe ich jetzt drin und jetzt warte ich einfach mal ab. Was passiert? Viertelstunde halte ich schon aus. Yes, 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 yes. Hey, das ist echt ein komisches Gefühl, wenn man sich so Flüssigkeit reinspritzt. Man hat halt einfach das Gefühl, dass sie da raus muss sofort. Oh, unangenehm, 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 das sage ich euch. Ey. Naja, dann mal schön warten. Oh. Leute, ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Ich halte es nicht aus. Ich habe es jetzt, glaube ich, 2 Minuten drin und ich sterbe. Ich sterbe. 5 Minuten muss ich aushalten. 5 Minuten mindestens. Ah, ich habe sogar schon meine Zeit. Oh. Ich habe sogar meine Zeit gestoppt. Und ich bin jetzt bei
zieht mir das 2 Minuten, fast 3 Minuten. Seht man das? Ich bin jetzt bei fast 7 Minuten und ich springe immer noch durchs Zimmer. Es wird immer anstrengender. Eigentlich habe ich versucht, auf 10 zu kommen, aber ich glaube, ich halte es nicht aus. So, von der Toilette zurück und mich umgezogen. Die Explosion war gar nicht so groß wie erwartet. Ich habe nur so Krämpfe gehabt. Ich saß jetzt, glaube ich, 10 Minuten auf der Toilette oder sowas. Aber jetzt geht's mir gut, meine Krämpfe sind weg und jetzt gehe ich ins Bett. Gute Nacht. Und morgen dann Day 3 Project Paradise. Ach ja, wenn euch dieser Vlog gefallen hat, dann zeigt mir das doch mit einem Daumen nach oben. Dann stelle ich nämlich die ganzen anderen Tag 3, Tag 4, Tag 5, Tag 6 auch noch hoch. Und dann, ja, kommentiert fleißig, wenn ihr Fragen habt zu dem, was ich hier eigentlich gerade mache. Kommentiert einfach drunter und wir sehen uns dann wieder nächste Mal, also in 2 Tagen ungefähr, wenn es wieder soweit ist. Sarah Time! Gute Nacht. Keine Power mehr, ey.